Ferdinand, gewinnst du heute mal ein Kopfballduell? Dein Gegner ist 1,30 Meter hoch. Oder hast du Höhenangst? Boah, echt, ey. Im nächsten Leben, da mache ich was ohne Idioten. Das haben sich die Schalke-Verantwortlichen wahrscheinlich auch gedacht. Also die, die noch da sind. Ne? Dem Kramotzes ist jetzt der 5. Trainer in dieser Saison. Ja. Nummer 5 lebt. Frage ist nur, wie lange. Ne? Und wenn man sich jetzt mal... Hüpp, was gibt's? Glück auf! Uwe, mein Becher, alles gut bei dir? Ja, die Worte kenne ich doch, du willst auch was von mir. Ja, wir haben den Kramotzis einen Vertrag gegeben. Ja geil, habt ihr doch einen Trottel gefunden, der das macht? Ja, aber der Vertrag geht nur über 4 Wochen. Willst du nicht danach auf Schalke? Nee. Hab ich doch gesagt. Ihr wechselt ja schneller die Trainer als ein Formel-1-Team die Reifen. Ne? Und an so einen Wagen, da passen nur 4 Reifen und der Kramotze ist ja jetzt schon das 5. Rad am Wagen. Da hab ich keinen Bock drauf. Tschökens. Boah, echt ey, auf Schalke, da wird schneller gewechselt als im Swingerclub. Andi, mach doch mal mit hier bei Bachelor. Da kannst du statt Beine mal Herzen brechen, kriegst rote Rosen statt rote Karten und kannst ja auch selbst verteilen und nicht der Schiri. Apropos Rose, ne? In Gladbach, da werden die auch richtig Spaß haben noch für den Rest der Saison. Ja, der Eberl hat gesagt, das funktioniert 1A zwischen Trainer und Mannschaft. Mhm. Das liegt alles, wie er gesagt hat, am komplizierten Spielplan, den die in Gladbach haben. Das ist wie bei meinem Stefan. Der sagt sich die ganze Zeit, ich spiele wie Messi. Der sagt sich das so lange, bis er das glaubt. Aber am Ende ist er nur Messi, weil er sich von Sachen nicht trennen kann und komplettes Chaos hinterlässt. Bei Gladbach können sie schon mal den RTL 2 Trödeltrupp bestellen, der hinter den Entscheidungen vom Eberl aufräumt. Ferdinand! Psst, komm, hol dir mal ein Pilzken jetzt! Ja sicher, mir reicht's. Pilzken kommt in deinem Körper an Stellen, das erreicht Motivation nie. Ja, in Eintracht Frankfurt hofft am Wochenende, dass der VfB Stuttgart ganz schwäbisch mit den Toren spart. Hm? Wirft da der Schiri bei der Platzwahl die Münze in die Luft, gibt's bei den Stuttgarter schon 11 Verletzte, weil die sich ums Geldstück kloppen. Ja, sicher. Der Grand Canyon ist auch entstanden, weil ein Stuttgarter ein 1-Cent-Stück verloren hat. Ja, und am Wochenende noch der Klassiko. Bayern gegen BVB, ne, dem Lewandowski. In dieser Saison alleine 28 Buden, Hertha und Werder zusammen 26 Tore. Ich glaube, die Bayern gliedern den Lewandowski in der nächsten Saison noch aus und stellen den als einzelnen Verein auf. Ne? Wenn der alleine über den Platz läuft, dann ist er immer noch stärker als Hertha und Mainz zusammen. Stefan! Nächstes Mal, ne, melde ich dich an bei The Masked Singer. Ja, sicher. Kriegst als Kostüm so einen Ameisenbär. Ne, wenn du deinen Kopf abnimmst und die Jury sagt, Mensch, das ist doch der Stefan von Borussia Glück auf 07. Das hätte man nicht gedacht. Wie kriegt man da mit so einem langen Rüssel keinen rein? Mal nur Geschichte bei uns aus dem Verein. Wir haben keine Eckfahnen mehr. Also hatten keine Eckfahnen mehr, weil die Assis aus Erkenschwick haben die geklaut. Habe ich eine super Idee. Ne? Wir teilen uns ja, ne, das Vereinsheim zusammen mit den Leichtathleten. Und die haben einen Spind nebendran und der ist nicht abgeschlossen. Rainer! Mach ihn jetzt rein! Sonst macht ihn doch keiner! Oh, ey, weil der Rainer ist Schreiner. Ich werde noch Goethe. Das sehe ich jetzt schon. Ne? Also habe ich dem Rainer hab ich gesagt, guck, mach mal fertig hier. Ne? Langt ja, in der Mitte durchgesägt, die 2 Stabhochsprungstäbe, ne? Schön ein bisschen abgeschliffen, abgefeilt. Ne? Schön an der Ecke, an der Seite gepackt, passt. Die ganze Kiste, ne? Mit diesen geklauten Stäben und wir haben Eckfahren draus gemacht. Die wäre nie aufgefallen, ne? Und dann kam der Tag. Den haben wir trainiert. Und die Stabhochspringer nebendran. Der Andi, Andi! Der trifft ja sonst nie was, ne? Zieht ab mit dem Ball, ne? Volles Rohr. Der Stabhochspringer gerade so in den Stechkasten den Stab, der biegt sich, der Ball vom Andi fliegt dem in den Stab rein, der Stab bricht und der Kollege landet komplett auf dem Boden. Ferdinand, sind wir hier beim Ballett oder warum nimmst du die Picke? So, also, der Stabhochspringer neben der Matte, ne, so halb Matte, halb da auf der Bahn gelegen, wird ihm hochgeholfen, Pilzchen in der Hand gedrückt, ne, und der war total am Boden zerstört, sprichwörtlich. Der hat gesagt, ich habe nur Pech. Letzte Woche sind mir aus dem Spind 2 Stäbe geklaut worden. Ich sehe, ja, das kenne ich. Ne, die Assis aus Erkenschwick. Die haben uns die Eckfahnen geklaut. Und das ganze Ding, der wäre niemals aufgefallen, wäre der Rainer nicht vorbeigekommen
mit einer Eckfahne und hat gesagt, guck mal hier, haben wir geil hingekriegt, oder? Der Trainer hat gesagt, hier nimm mal die zwei Stab-Hochsprungstäbe, machst du schon was draus. Rainer, das Arschloch, ey. Andi! Platzfehler, genau. Nur weil du so blind spielst wie ein Maulwurf, da kannst du dich doch auch unter der Grasnarbe durchgraben.